Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Man hört ja seit gut 4 bis 5 Monaten, also kurz nach Release von CS2, immer wieder diese Sätze. Die Volvos haben aufgegeben mit CS2. Volvo verdient eh so viel Geld und es ist ihnen alles egal. Counter-Strike verdient Geld durch Cheater. Und noch ganz viel anderen Hirndurchfall, den die Leute sich eben, ich weiß auch nicht, ausdenken oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, aber es gibt zum Glück noch einige, die eben einfach, ich sag mal, in der Realität verankert sind. Und einige von diesen Leuten haben mir jemanden empfohlen, der mir absolut aus der Seele spricht und der mit den Mitarbeitern von Volvic direkt im Kontakt steht. Also er spricht mit denen, er kennt die Leute, er weiß, wie die Abläufe da sind, er weiß, wie sie Urlaub haben und so weiter und so fort und wie es eben gerade vorangeht. Richard Lewis heißt der gute Mann, vielleicht kennt ihr noch einige von euch. Der ist seit ewigen Zeiten im E-Sport unterwegs und hat eben sehr, 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 sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt oder sammeln können. Und die Worte, mit denen er mir vorgeschlagen wurde, waren ungefähr folgende: Hey, dieser Kerl wird dir aus der Seele sprechen. Es geht hier im Speziellen um sein Video Stop Saying Valve Don't Care. Und es ist ein wunderbarer Einblick in die Gedanken der Mitarbeiter und wie eben die, wie bei Volvo halt einfach gearbeitet wird. Und ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich Valve andauernd irgendwie anders sage. Ich kann einfach Valve sagen oder Valve oder wie auch immer. Also gehen wir mal direkt rein in die Geschichte. Und da heute Abend um 20 Uhr schon wieder der nächste Stream anfängt, habe ich gar keine Zeit, hier irgendeinen Einspieler zu suchen. Skinbaron, yay. Ihr habt ja eben sicherlich gesehen, dass das Video knappe 40 Minuten lang ist von ihm, also von Richard. Und ich werde hier nur 1, 2 Kernpunkte rausnehmen, über die wir ja so auch eben oft sprechen. Vor allem, die ich auch schon sehr, sehr oft in den Videos angesagt habe. Und natürlich empfehle ich euch, Ich lege es euch ans Herz, euch dieses Video einmal anzuschauen. Vor allem die, die sagen, Valve macht gar nichts. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut und auch sehr angenehm, mal, also von jemandem halt das zu hören, der halt nicht aus Annahmen heraus arbeiten muss. Weil das, was ich mache, sind eigentlich immer Annahmen, weil ich eben keinen Kontakt zu Valve habe und so weiter und so fort. Also ich kann immer nur mit meinem normalen Menschenverstand über die Sache nachdenken und dann zum Beispiel sagen, natürlich ist es ein riesen Quatsch, wenn man sagt, dass Valve nicht mehr an CS weiterarbeitet. Oder logischerweise ist es absolut dämlich zu sagen, die wollen damit nur Geld und hin und her und es ist ja, deswegen hören sie damit auf. Das kommt bei mir einfach nur aus der normalen Denke heraus, aber hier ist dann eben jemand, der die Leute halt auch kennt und sich mit denen mitunter unterhält. Für die, die jetzt sagen, hey, 40 Minuten und das ist auch noch auf Englisch, kannst du da nicht irgendwie was draus wursteln? Also wenn ihr wollt, kann ich euch da auch eine Zusammenfassung, also heute zwar nicht, weil ich habe nicht genug Zeit bis zum Stream, aber wenn ihr wollt, kann ich euch da einfach jetzt am Wochenende eine Zusammenfassung zaubern. Und, mit Clips von ihm, Quotes und eigenen Gedanken dazu und so weiter und das Ganze halt auf Deutsch machen. Scheut davor nicht zurück vor dem Wunsch, das ist kein Drama, wenn man Englisch halt nicht so gut kann, das ist ja wurscht. Auf jeden Fall kann ich euch das dann, auch wenn ihr wollt, halt etwas komprimieren auf 15 Minuten und halt auf Deutsch, denke ich so ungefähr. Jetzt will ich nur ganz kurz über 1, 2, 3 Kernpunkte sprechen. Natürlich fange ich hier direkt mit dem Mainpunkt an, also diese Aussage, Valve hat Counter-Strike aufgegeben. Ich weiß, dass da viele mittlerweile davon abgekommen sind, vor allem seit den letzten paar Updates, beziehungsweise vor allem seit dem letzten großen Update von vor einigen Wochen, da hieß es dann wieder, okay gut, man merkt, sie machen doch was. Es gab aber tatsächlich welche und es gibt wohl immer noch Menschen, die davon ausgehen, dass Counter-Strike auf Sparflamme betrieben wird, mit voller Absicht oder überhaupt nicht weiterentwickelt wird. Sei es jetzt das Spiel oder das Anti-Cheat. Also es gibt Leute, die gehen davon aus, dass es einfach, das ist weg. Valve hätte angeblich schon vor Monaten zu sich selbst gesagt, das ist vergebene Liebesmühe, wir lassen das einfach so, wie es ist, es bringt ja genug Geld. Wobei das 2 Punkte sind, also das Geld und das andere. Aber sie stehen natürlich in Verbindung. Und wie bereits natürlich jetzt schon wohl abzusehen, ist das natürlich Quatsch. Also alleine aus dem normalen Verständnis heraus ist es absoluter Unsinn, ein Produkt, ein Spiel, eine Software, da irgendwas herauszubringen. Und du schaust da drauf als Entwickler und siehst, oh, die Leute mögen das und geben da sehr, sehr viel Geld dafür aus. Was ist der erste Gedanke, der einem dann in den Kopf kommt, also einem gesunden Menschen? Richtig. Oh, da sollte ich dranbleiben. Ja, und weniger mental gesunde Menschen scheinen davon auszugehen, dass der common way to go, also die normale Gedankengangsituation bei jemandem, der sowas rausbringt, ist, oh mein Gott, ich mache nie wieder was dafür. Ich denke, alleine der Punkt ist eigentlich schon fast, sollte eigentlich schon fast ausreichend sein. Dass man sagt, ja, okay, ja, ist Quatsch, natürlich machen die da was, na klar. Aber es ist für viele wohl nicht ausreichend. Also viele sagen trotzdem, nein, 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 die haben das aufgegeben. Die machen da nichts mehr. Das sagen sie, wie gesagt, schon seit Monaten, obwohl Updates kommen, die ja das Gegenteil beweisen. Aber egal. Dieser Richard hat, wie gesagt, eine schöne Einsicht in die Abläufe dort, in die Philosophie und in die Denkweisen einiger Entwickler. Und er spricht unter anderem darüber, dass es für Valve sehr, sehr wichtig ist, eine Legacy zu
erzeugen, aufzubauen. Denn das machen sie schon immer. Und da kommt direkt ein Punkt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das die ganz, ganz neuen oder sehr, sehr jungen Counter-Strike-Spiele überhaupt wissen. Aber Steam zum Beispiel, eure Lieblings- oder wahrscheinlich Lieblingsplattform, auf der ihr eben Spiele kauft und spielt, ist von Valve selbst gemacht. Und das ist dann auch später noch ein Punkt wegen den finanziellen Geschichten. Aber wurscht, die Sache ist zum Beispiel von den Volvos. Von Valve, sorry, ich mache einfach nicht mehr diesen komischen Valve, Volvo, Volvic-Scheiß. Und Steam zum Beispiel ist die beliebteste und größte Plattform für Videospiele. Mittlerweile ist da ja auch sehr, sehr viel Hardware sogar mit dabei. Und da sind wiederum auch Dinge von Valve selbst dabei. Denkt an die VR-Brille, denkt an das Steam Deck, denkt an, jetzt wieder zurück zur Software, Spiele wie Half-Life zum Beispiel. Half-Life ist ein Riesending, das Valve erschaffen hat. Dota ist eine fette Sache. Counter-Strike seit bald, naja, noch nicht bald 30 Jahren, aber jetzt seit mindestens 24 oder zumindest 20 Jahre ist Counter-Strike der FPS-Online-Shooter überhaupt. FPS, First-Person-Shooter, Online-Shooter. Der Online-Shooter überhaupt, das ist das fetteste Ding. Jeder und seine Mutter kennt das, hat zumindest schon mal was davon gehört. Und sicherlich sagt einigen von euch auch Team Fortress was oder Team Fortress 2. Das ist 2007 erschienen, hat gerade letztes Jahr wieder einen großen Patch bekommen. TF2 ist bald 20 Jahre alt und sie wurschteln da immer noch rein. Und was glaubt ihr, wie rentabel das ist? Also was glaubt ihr, wie viel Geld das im Vergleich zum Beispiel zu CS2 halt reinfährt? Und trotzdem wird reingepresst. Dieser Richard Lewis hat mit vielen Entwicklern von Valve gesprochen. Und es geht, wie gesagt, um den Aufbau einer Legacy. Die sind auch ziemlich aufgeblasen, ziemlich so, alles, was wir machen, das ist ein Banger. Wir machen richtig geile Sachen. Wir erzeugen etwas, das die Welt mehr oder weniger verändert. Wie zum Beispiel Steam halt, ne? Früher musstest du immer in den Mediamarkt gurken und das Ding kaufen. Und er hat dann noch ein paar Beispiele genannt, wie hoffentlich ist die Disk nicht kaputt. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich gerne hätte. Und wenn es nicht geht, hoffentlich kann ich es gescheit zurückgeben, bla bla bla. Das haben sie alles revolutioniert und sich einfach ein riesen Monopol aufgebaut. Das sind die Macher. Und ich bin ja auf keinen Fall ein Volvo, Valve Fanboy oder irgendwas. Ich sage halt einfach nur, wie es ist. Ich war auch einer derer, die damals als Steam erschienen ist und man langsam gemerkt hat, ey, ich muss das haben, damit ich meine Spiele spielen kann. Ich war auch einer der großen Masse, die das gehasst haben. Steam hat damals sehr, sehr viel Shit abbekommen dafür, dass es so ist, wie es ist. Und diese Passion, die Valve-Mitarbeiter in alles Mögliche stecken, was sie eben machen, in jeder Sparte, sei es jetzt Steam oder das Steam Deck oder die VR-Brille oder auch andere Projekte, die mehr oder weniger gefloppt sind, aber an sich gut waren. Also Gretel zum Beispiel, einer meiner Moderatoren, hat den Steam-Controller. Ich kenne einige, die diese Steam-Controller sich später dann nachgekauft haben und die Dinge einfach lieben und die sehr gerne benutzen für ihre Anwendung halt. Also das, was Valve in die Hand nimmt, ist an sich ja, also es hat Hand und Fuß meistens. Er hat zum Beispiel auch erzählt, dass er da bei dieser Ansage von Artifact, dieses Kartenspiel, das ja leider sehr schlecht vor allem am Anfang ankam, dass das die Mitarbeiter richtig getroffen hat, weil sie wirklich, also dachten, sie haben da was Schönes an der Hand. Sie haben scheinbar auch einen Entwickler von Magic, also von diesem Magic-Kartenspiel rangenommen, damit es gut wird. Also es ist eine durchdachte, tolle Sache, die halt einfach sauschlecht ankam. Und das hat die richtig abgefuckt. Also worauf ich hinaus will, es geht hier nicht um einen schnellen Cash-Grab bei Valve. Denn man muss hier bedenken, alleine mit Steam nehmen sie so unglaublich viel ein. Steam gehört, wie gesagt, Valve. Sie nehmen so unglaublich viel ein, dass zum Beispiel die Einnahmen von Counter-Strike so ein Furz im Wind sind im Vergleich zu den sonstigen Einnahmen, die Valve hat. Sie könnten eigentlich alle Spiele, die sie haben, einstampfen und nur noch von den Einnahmen leben, die sie im Vorfeld gemacht haben und die sie jetzt machen, allein über Steam und mit der Hardware, und wären fein raus. Und dieser Punkt, natürlich haben die das Spiel verlassen, weil, also was, wie gesagt, keinen Sinn macht. Warum sollte ich was verlassen, was Geld einbringt, und wenn ich was dran mache, noch mehr Geld einbringt? Aber natürlich haben sie verlassen, weil sie kriegen ja ganz viel Geld durch die Kisten. Das ist im Vergleich zu dem, was Valve sonst so einfährt, nichts. Also ist der Punkt Geld nicht das, was Valve jetzt im speziellen Fall Counter-Strike daran irgendwie aufhält oder verlangsamt, viel zu pressen. Das, was im Moment am meisten ausbremst, ist die Source Engine. Es war damals ja schon so, dass die erste Source Engine rauskam, war das ein riesiger Aufschrei in der Community. So ein geiles Ding, eine krasse Engine, die wird uns ein Jahrzehnt lang oder noch länger für uns da sein und richtig, richtig geile Spiele erzeugen können. Und diese Source 2 Engine ist eben jetzt diese neue Revolution. Es ist ein Riesending, die Möglichkeiten sind gefühlt unendlich groß und vorhanden. Das große Problem bei Valve aktuell ist, dass sie nicht genug Entwickler haben, die sich mit dieser Engine auskennen. Sie sei so riesig, sagt er, und sie hat so viele Facetten und ist so kompliziert, dass nur die sie entwickelt haben und ein paar, die angelernt wurden über die Zeit, da drin eben arbeiten können. Es wurden und werden natürlich ganz viele neue Leute angestellt, die da reingearbeitet werden, aber man kann mit keinem Geld der Welt die Zeit verkürzen, die diese Menschen brauchen, sich
da reinzufuchsen, also damit warm zu werden, mit diesem Riesenteil. Dieser Negativpunkt, also mit den Updates, die so langsam kommen und dies und jenes und so weiter und dass die geldgeil sind und dass die bla bla bla, der ganze Krusch, ist also, um es ganz gemütlich auszudrücken, keine gute Kritik. Gute Kritik ist zum Beispiel die, die ich ja auch immer wieder in den Videos nenne. Ich weiß, ich habe gerade im letzten Video oder im vorletzten Video gesagt, ich sag's jetzt nicht mehr, weil ich schon 20 Mal gesagt habe, aber ein Riesenfehler von Valve war zum Beispiel, das Spiel einfach so früh zu releasen. Absolut dämlich. Scheiße her. Das ist wirklich, wirklich dumm gelöst, dass sie das so früh gebracht haben. Und dann auch noch nicht einfach irgendwo ganz dick Beta stehen haben, sondern das mehr oder weniger einem als fertiges Spiel verkauft haben, was es nicht ist. Das ist ein Kritikpunkt. Ein echter, wahrer Kritikpunkt. Ein weiterer fairer Kritikpunkt wäre auch, dass sie keinen Community Manager oder sowas haben. Keine Leute, die der Community die Hand reichen und sagen, wir erklären euch, warum das gerade nicht richtig funktioniert oder warum ihr noch warten müsst auf diese und jene Geschichte. Das ist so, wie sie die ganze Geschichte fahren, also so wie Valve arbeitet, hey, wir sagen euch nicht und plötzlich kommt was Großes. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß, das ist man nicht gewohnt. Ist zum Beispiel auch ein guter Kritikpunkt, über den er auch spricht. Ich sehe gerade, ich laber jetzt fast eine halbe Stunde, verdammte Scheiße, ich wollte das doch kurz machen. Also, Valve hat das Spiel aufgegeben, sicherlich nicht, natürlich nicht. Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass das absoluter Quatsch ist. Dann noch der Punkt mit dem Anti-Cheat. Es wird überall gejault, die nehmen so viel Geld ein und die könnten doch mal, wenn sie so und so viel investieren in Anti-Cheat und bla bla bla. Wie eben schon erwähnt, ist der finanzielle Aspekt nicht das, was Valve stoppt, da was zu bringen. Es liegt sicherlich auch in demselben Bereich daran, dass die neue Engine halt einfach mit neuen Problemen auf die Entwickler zukommt, die gelöst werden müssen und es gibt im Moment noch nicht genug Leute, die halt da gleichzeitig dran arbeiten können. Es ist bei Valve halt so, dass sie diesen Leitsatz haben, sie wollen das alles selbst machen. Natürlich könnten sie jemanden von außen ranholen und der macht ihnen einen Anti-Cheat, das auf Kernel-Ebene arbeitet, das übrigens auch umgangen werden kann, also das ist jetzt auch, das ist nicht der Garant dafür, dass man gar keine Cheater hat. Bei Valorant wurde das Ganze marketingmäßig so aufgeblasen, da sind trotzdem Cheater drin, weil eben Cheats auch einfach am Kernel halt vorbeigehen. Es ist eigentlich wie so olle Kamelle, also alter Schotter. Das sollte man eigentlich haben, ein Cheat auf der Kernel-Ebene, so als Grundbasis und dann noch weiter daran arbeiten, um noch mehr blocken zu können. Das hat Counter-Strike im Moment aber nicht. Und das ist auf der einen Seite Fluch, ne, weil viele komplett umgecheatet werden, aber eben gleichzeitig von dem Gesamtgedanken ein Segen, weil Valve hier auch diese Legacy, dieses Vermächtnis aufbauen möchte. Sie wollen, dass ihr Anti-Cheat, das WAC, das Anti-Cheat irgendwann ist, wird, dass das Beste ist. So wie eben auch ihre Spiele, ihre Hardware und so weiter und so fort, wollen sie, dass auch auf dem Anti-Cheat-Level ihr WAC ganz oben steht. Man könnte ja sicherlich von so großem Ehrgeiz bei Valve sprechen, der wiederum auf dem Rücken gewisser Community-Teile, also CS-Community-Teile eben liegt, weil es gibt eben viele, die komplett weggecheatet werden, die die gesamte Lust verlieren, weil sie so umgepimmelt werden. Ich bin sehr froh, dass wir nicht dazugehören, dass wir in unseren Streams einfach nur cheatfrei spielen können und alles halt clean ist. Andere berichten von grausigen Spielen, wo alle hacken, also außer sie halt. 9 Cheater und sie in einer Lobby. Wie viel Übertreibung da wiederum dabei ist, weiß ich nicht und das möchte ich auch den Leuten nicht unterstellen. Es klingt nur manchmal wirklich krass, wenn halt Leute sagen, immer, ständig. Und dann kommen sie zu uns in den Streams und spielen 2 Runden mit und sagen, da ist ja gar nichts. Warum ist bei mir alles voll? Und naja, ist ein anderes Thema, habe ich schon 1000 Mal drüber gesprochen. Es ist für Valve, wie gesagt, keine Sache des Geldes. Also diese ganzen Argumente mit, die haben bei dem und dem Ding schon wieder so viel Geld eingenommen, wenn sie nur so und so viel Prozent da reinstecken würden, es geht nicht um das Geld. Was Geld betrifft, hat Valve so viel, die könnten es einfach aus dem Fenster rauswerfen und sie hätten immer noch genug. Also es ist kein entscheidender Faktor. Dieser Richard ist mit einigen Entwicklern, wie gesagt, so, also sehr nah eben mit ihnen verbandelt und Valve hat nun mal einen gewissen Arbeitsethos. Sie wollen einfach das Beste. Und ich denke, für uns als Community könnten wir keinen besseren Entwickler haben. Denn Entwickler mit diesem Ethos, mit dieser Wertvorstellung, mit dieser Gesinnung, wir wollen das Krasseste rausholen. Und das, was wir machen, behandeln wir wie unser kleines Kind. Wie gesagt, Team Fortress 2. Es werden immer noch Updates gepresst. Seit fast 20 Jahren. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Und auch da kann es beim besten Willen nicht um Geld gehen. Es kann mir keiner erzählen, dass Valve sich hinhockt und sagt, Mensch, wir müssen Team Fortress 2 mal wieder updaten. Oh, pinke, pinke. Das Spiel oder diese Spielereihe, Team Fortress und Team Fortress 2, das ist ihr Schätzchen, ihr Schatz, den sie auf die Welt gebracht haben. Und den pflegen sie. Jetzt nach fast 20 Jahren immer noch. Und bei Counter-Strike ist es exakt dasselbe. Und um jetzt nicht gleich mitten in den Stream reinzulabern, Gottes Willen, ich muss das noch schneiden, biege ich jetzt ab und sage Folgendes. Valve arbeitet auf jeden Fall weiter an Counter-Strike. Sie haben die gleichen Ambitionen wie zu Source und zu Go auch. Und Source und Go waren übrigens, ich habe es euch auch schon 1000 Mal in den Streams, in den anderen Videos gesagt, als Source gestartet ist. Es war absolut
widerlich, es war sehr schlecht, jeder hat es gehasst. Als Go erschienen ist, war es absolut widerlich, jeder hat es gehasst, jeder hat gesagt, oh mein Gott, Counter-Strike Source, das ist das Ende von Counter-Strike. Und Zeit vergeht, siehe da, ultrageiles Spiel. Dann kommt Go und alle sagen, absoluter Trash, Counter-Strike ist leider für immer Geschichte. Und siehe da, bei so vielen, vor allem Jüngeren, ist Go das absolute Lieblings-Counter-Strike. Und das war anfangs verhasst und vor allem halt auch wirklich Trash, ohne Ende. Es braucht nun mal Zeit, ein Spiel nach der Entwicklung aufzuarbeiten. Da spricht er auch drüber, es gibt wie gesagt ewig seinen Talk, aber meiner auch, fuck. Es ist so, dass die Entwickler von Counter-Strike ja natürlich auch auf Reddit, Twitter und so weiter unterwegs sind. Und wenn du halt ständig liest, wie scheiße die Leute dein Spiel finden, wie sehr sie dich und dein Spiel hassen, hast du dann echt doch Bock, richtig reinzuballern? Und es ist jetzt nicht hier, ihr seid schuld, dass es nicht gut läuft. Nein, nein, nein. Es soll einfach nur so ein bisschen aufzeigen, wie dämlich es ist, sich so krass über etwas aufzuregen, das in der Vergangenheit genauso passiert ist und uns eigentlich schon zeigt, es wird doch sowieso wieder gut. Das ist halt einfach immer so. Der Anfang von den meisten Spielen ist scheiße. Und wisst ihr, was wir alle haben? Außer man ist halt 12 oder sowas. Die meisten von uns sollten ab einem gewissen Alter sowas wie Geduld haben. Habt einfach Geduld. Es geht hier nicht um Hoffnung oder sowas. Es geht darum, um absehbare Dinge, die kommen werden, die aber noch nicht da sind und deswegen sind alle tilt. Aber ja, wartet einfach ab. Wenn es euch gerade nicht gefällt, dann spielt das Spiel nicht. Warum schießt CS2 immer wieder so krass über die alten Zahlen hinaus, obwohl es auch so trash ist? Er spricht von mentalen Problemen, die Leute haben. Ne? Weil er sagt, wenn ihm ein Buch nicht gefällt, ein Film nicht gefällt, ein Spiel nicht gefällt, dann spielt er es nicht, dann liest er es nicht, dann schaut er den Film nicht. Aber bei Counter-Strike scheint es diese Shizus zu geben oder was, keine Ahnung, die das Spiel so hassen, aber immer wieder reinspielen. Wir haben ein paar süße Varianten davon, auch bei uns in der Community. Immer wieder Scheißspiel, aber ich bin im nächsten Spiel dabei. Immer. Gut, dann gehe ich jetzt Richtung Stream. Ich werde das Video, glaube ich, gar nicht fertig kriegen. Es ist 18.30 Uhr, in eineinhalb Stunden der Stream. 20 Uhr Freitag, scheiß die Wand an. Ich gucke, dass ich es irgendwie schnell presse. Vielleicht ist im Hintergrund nichts Gescheites, mal gucken. Ich muss schauen, was für Gameplay ich nehme, scheiße. Ich wollte einfach nur schnell so ein 5-Minuten-Video machen. Eine kurze Sache noch, es ist für mich halt wirklich ein Thema, für das ich halt Passion habe. Ich glaube, mich hat seit über 10 Jahren kein Counter-Strike mehr so gezeckt wie CS2. Counter-Strike Source war für mich der letzte Counter-Strike-Titel, der mir so richtig gefallen hat. Go war so... Nee. Und jetzt haben wir da wieder was so Geiles an der Hand. Und es ist offensichtlich, dass man halt jetzt nur ein bisschen warten muss, dass es besser wird, passender wird und so weiter. Es gibt so viele, ich weiß, die mir unter den Videos schreiben, hey, ich find's auch schon richtig geil. Noch ein bisschen hier und dort optimieren, aber ich spiel's gerne, ist eine geile Meile. Es gibt aber halt auch sehr viele, die sagen, Trash! Aufhören damit! Sofort in Valorant wechseln! Natürlich hat hier auch jeder seine eigene Meinung zu dem Thema. Es geht aber auch mitunter um Fakten, die halt so verdreht werden, dass es kein Wunder ist, dass die Meinung dann so verschoben ist oder halt so extrem ist von manchen. Okay, gut, dann hau ich rein, Leute. Lasst krachen, danke für die Kommentare, für die Likes. Wir sehen uns beim nächsten Video. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.